Jo Leute, und herzlich willkommen zurück zu Battlefront Gaming, Solhunter hier. Und zwar vorab, bevor ich jetzt irgendwas sage, ne, Thema ist ja XP-Glitch, wie ihr vielleicht schon im Thumbnail oder im Titel gesehen habt. Und nochmal vorab halt, ich spreche nicht nur in meinem Namen, sondern auch in dem Namen von dem CND. Wer jetzt nicht weiß, was jetzt der XP-Glitch genau ist, und zwar ist der XP-Glitch halt so ein Glitch in galaktischer Angriff, wo du halt sehr viel Score, Battle Points und halt auch XP bekommst, deswegen heißt er auch XP-Glitch. Und damit kannst du halt, wenn jetzt die Phasma zum Beispiel auf Level 10 hast, kannst du die halt zum Beispiel direkt auf Level 40 leveln innerhalb von einer Runde. Wenn du halt 500 Score zum Beispiel bekommst, bekommst du auch 500.000 XP. Und ja, da habe ich halt so noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und ja, viel Spaß bei dem Video. So, also erstmal allgemein angefangen. Dieser XP-Glitch ist ja jetzt für mich erstmal nicht mehr relevant, weil ich natürlich noch im CD alle Helden 40 habe und so. Und generell halt das meiste, abgesehen von den Heldenschiffen halt, also da habe ich nicht alle auf Maximalstufe ab. Das heißt, für uns ist das eh irrelevant. Was jetzt natürlich für uns relativ kritisch ist, ist, dass wir unsere Helden damals, wir haben beide ungefähr 60 Tage Spielzeit. Ja, das ist schon relativ viel, ne? Und jetzt können die anderen, die nicht diese 60 Tage Spielzeit haben, können einfach die Helden leveln an einem Tag in 5 Stunden, weil die pro Runde einfach 300.000 Score bekommen. Und das ist was, was einfach inakzeptabel ist. Ohne Scheiß. Wir sitzen da, machen unsere Helden mit Ehre, Würde, mit Kampfgeist und allem, was wir haben, hoch, ne? Und diesen kleinen Pisser da machen das in 5 Stunden. In 5 Stunden! Und das Schlimme ist daran, dass es noch so kleine Kiddies sind, die wirklich absolut keinen Skill haben, aber absolut keinen Skill haben. Und die das nur machen, weil sie dann einfach auch mal irgendwas haben, weißt du? Die machen das einfach, das ist einfach, nee. Also, ich könnte mich da stundenlang drauf auflegen, drüber aufregen. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Video jetzt hier, ne? Und ja, auch im Namen von CNT spreche, auch wenn er jetzt hier nicht selbst spricht, ne? So, das ist das eine Problem. Das andere Problem, was ich sehe, warum kann man das nicht einfach fixen? Wenn man sich jetzt mal, okay, es wird am 12. Dezember gefixt. Am 12. Dezember. Das Update, wo der Bug rauskam, war am 28. November. Ja, das sind 2 Wochen Unterschied so, ne? Also nur mal so, der ist ja, also ich meine, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Also wir haben ja schon mal auf einen Hotfix auf 2 Monate oder einen Monat gewartet, ne? Ich sag hier nur Imperator, ne? Den Imperator damals haben sie ja aus dem Spiel rausnehmen können, ohne dass sie ein Update machen mussten. Ohne. Das war einfach durch Server bedingt, ne? Warum geht es bei dem Squad-System nicht, dass man da die Punkte für den Squad-Spawn einfach rausnimmt? Weil wenn diese Punkte für den Squad-Spawn raus sind, ist das ganze Problem eigentlich gefixt. Ich verstehe es nicht. Und das ist ein Bug, der einfach nicht da sein darf. Er ist einfach spielruinierend. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt nicht immer Erster bin. Bei Gott, ich bin sowieso nicht immer Erster. Ich bin jetzt meistens Erster oder jetzt in DS halt Erster, ne? Das kommt halt immer ganz drauf an. Das Problem ist, dass die anderen Leute, wie eben schon gesagt, die Helden einfach und generell alles leveln. Und das innerhalb von Minuten oder meinetwegen Stunden. Aber an einem Tag, keine Ahnung wie viele Helden auf 40 zu bringen, nur wegen so einem Scheißglitch, ist echt lächerlich. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, das ist wahrscheinlich der letzte Punkt, und zwar zur Bestrafung. Also, meiner Ansicht nach müsste das bestraft werden. Müsste, keine Frage. Ob das jetzt ein Bann ist oder ob die XP einfach zurückgesetzt werden, ist mir relativ noch egal. Hauptsache, es gibt eine Strafe. Was für meine die beste Strafe wäre eigentlich, aber wenn die XP zurückgesetzt werden, so, aber auch, keine Ahnung, minus 20 Level. Also die ganzen, also wenn man jetzt auf Level 30 war und hat 20 Level gelevelt, dann ist man auf Level 30 zurück, aber kriegt nochmal 20 Level runter, weil man eben das gelevelt hat, was man eben sonst nicht hätte. Und das ist einfach, du musst dir das mal im Klaren werden. Ich sitze hier, wirklich, freue mich so, ja, ich habe endlich Obi-Wan auf Level 40 oder ja, ich habe endlich Grievous nach einer Woche, endlich so. Und die machen das an einem Tag. Das ist etwas, was nicht akzeptabel ist. Und wenn das nicht bestraft wird, ich werde sofort irgendwas an Forge, also an Ben Walk oder an, keine Ahnung, an DICE irgendwie schicken. Das geht nicht. Und du kannst mir nicht sagen, dass das legitim ist, dass wenn die da so einen Scheiß-Glitch ausnutzen, dass es dann noch so, ne, einfach so Pustekuchen ist.
Im ersten Teil von Battlefront gab es ja schon mal so einen Glitch. Das war der Lando-Glitch. Der eine oder andere werden sich daran noch erinnern. Die Sache ist, dass du da ja nichts gelevelt hast. Da hast du vielleicht mal bist aus einer Runde mit 300-400 Kills gegangen. Okay, es war jetzt verlängst ihn halt im Arsch, ne? Aber das haben sie immerhin gefixt und da konntest du ja nichts leveln. Da, ich hatte da 50 Tage Spielzeit, ja. Und da wurde ich damit auch oft konfrontiert in den Lobbys, ne? Aber es war mir egal, weil ich konnte ja einfach rausgehen und konnte mir sagen, ja, was bringt's denn? Es bringt ihm Kills, ja, wow. Wofür, ja, ne? Aber in dem Spiel ist es anders. Hier bringt es dir Level und XP. Und das ist etwas, was echt scheiße ist, in meiner Hinsicht her. Du darfst einfach nicht diesen Leuten dafür die XP auch noch behalten lassen. Es geht nicht. Wenn ich dafür schwitze, Monate, okay, am Anfang war ich halt nicht so gut im Battlefront 2, sag ich mal. Oder war ich halt nicht so, ne, jetzt. Und das kann nicht sein, dass ich dafür wirklich dran gearbeitet habe, dass ich alles auf Maximalstufe habe. Von den Angriffsklassen bis, also von den ganz normalen Klassen bis zu den Helden, bis zu den Raumjägern, bis zu den Pannen. Es kann einfach nicht sein, dass die anderen das in einem Tag schaffen wegen so einem Scheißglitch. Es geht einfach nicht. Das regt mich richtig auf. Und ich sag's dir, wenn das nicht, also, das muss gefixt werden. Also, ist, also, ne? Ist 12. Dezember. Das muss ich mit dir mal klar machen. Bis dahin hat jeder, nein, stößt du bestimmt auf keine Ahnung wie viele Level 40er Helden, ne? Und diese ganzen Helden werden scheiße sein, weil sie mit den Helden nicht spielen können. Aber sie haben natürlich den Glitch benutzt, ne? Jetzt können sie angeben, ha, ich habe hier alle Level 40 Helden, alle Schurken Level 40. Ich habe das und das auf Maximalstufe, die Klasse auf 70, die Enforcer auf 30, ich habe den Panzer auf 30, ne? Ne. Das ist etwas, was nicht bestehen darf. Und wenn das hier irgendjemand von DICE oder so sieht, wird es wahrscheinlich eh nicht, weil die sprechen dann mit Deutsch so. Aber egal. Jetzt, also, wenn das nicht bestraft wird, dann weiß ich wirklich nicht mehr zu helfen, was die sich da ausdenken. Also ich kann ja verstehen, dass so ein Bug mal ins Spiel reinkommt, aber es muss einfach schneller gefixt werden. Und so etwas, der diesen Bug ausnutzt, muss. Und ich betone nochmal, muss bestraft werden. Das ist etwas, was in meinen Augen absolut gar nicht geht. Wirklich. Also, ich sitze hier da, also, eben auch wieder. Ich meine, ich kann jetzt leider nichts einblenden, weil ich jetzt keinen Screenshot mehr habe davon, ne? Aber ich, also, wenn ich da rausgehe, ich bin da so mit, keine Ahnung, 40.000 Score. Und dann ist einer über mir 600.000 Score. Weißt du, wie viele Level der geschafft hat? Das ist, ne? Also, kurz mal für die Statistik. Ein Heldenlevel ab Level 25 machst du mit 25.000 Score. Wenn du jetzt 600.000 Score hast, kannst du ja ausrechnen, wie viele Level-Ups du geschafft hast in einer Runde. In einer. Du kannst damit, wenn eine Runde 20 Minuten geht und du hast dann 600.000 Score, dann hast du in einer Stunde 1,8 Millionen Score gemacht. Und das ist bestialisch viel. Und wenn das nicht bestraft wird, dann weiß ich auch nicht, was in deren Köpfen falsch geht. Jetzt ohne Witz nicht. Ja, das muss jetzt einmal raus. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, das ist jetzt alles gesagt, ne? Ich hoffe, dass es wirklich auch bestraft wird. Das wird man dann ja sehen. Falls es nicht bestraft wird, werde ich auf jeden Fall ein Video noch dazu machen. Und ja, auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn ja, könnt ihr auch noch, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch noch ein bisschen teilen und so, weil das muss, also dieses Thema muss einfach Aufmerksamkeit erregen. Weil es kann einfach nicht sein, dass so etwas unbestraft bleibt und einfach so vergessen wird in der Community von Battlefront und generell. Es darf einfach nicht sein. Ja, und ansonsten könnt ihr ja ein Like da lassen und abonnieren. Falls es euch gefallen hat und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront 2 mal wieder. Oder wo auch immer. Und bis dahin, hau da rein und ciao. Und ach, und falls du das nochmal nachguckst, ja, danke für die spaßige Aufnahme, die ich mit dir hatte. Du weißt Bescheid. Und hau da rein und ciao, Leute.